Es wurde am Schalter aus See gestohlen. Das hat er eben mit einer Zange durchgeschnitten. Haben wir verständigt die Polizei. Dann hat er gesagt, nein, nein, keine Polizei. Und ich gesagt, doch. Biketracks hat schon den ein oder anderen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns hier bei PowerUnity neue Erfolgsstories, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund unseres GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit also, sich genau mit diesen Menschen zu treffen. Auf geht's! Ich bin die Anna, das ist der Simon. Wir arbeiten im Fahrradgeschäft Sunwit in Südtirol. Wir haben hier unten logisch einen Verleih, wo wir logisch Leihräder ausgeben. Und dort haben wir eben den Biketracker auch installiert. Und da wurde einem Gast da das E-Bike gestohlen und mit dem Biketrack haben wir das eigentlich wieder ausfindig gemacht. Wo und wie wurde das Leih-E-Bike gestohlen? Es wurde am Schalter aus See gestohlen, in Lieder. Und das hat er eben mit einer Zange oder mit etwas durchgeschnitten. Da hat er das E-Bike gestohlen und ist logisch auf und davon gewesen. Wie seid ihr auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Also wir sind auf den Diebstahl aufmerksam geworden, weil uns der Gast eigentlich angerufen hat. Also er hat gesagt, mir tut's leid, aber das Fahrrad wurde gestohlen. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben da vielleicht eine Lösung, das wieder auffindig machen zu können. Und dann haben wir gleich in die App reingeschaut und haben das Fahrrad eben noch in Bewegung gesehen. Wie hat es sich angefühlt, als ihr den Diebstahl bemerkt habt? Ja, das war ein Riesenschreck, weil es eben zum Glück noch nie passiert war. Und da haben wir gedacht, okay, was ist jetzt, statt eher Angst zu bekommen, was kann man machen? Haben wir versucht, gleich eine Lösung zu finden. Und die war auch gleich da, zum Glück. Was habt ihr denn dann unternommen? Also nachdem wir den Anruf vom Gast gekriegt haben, dass das Fahrrad geklaut wurde, bin ich dann gleich die Treppen hochgelaufen. Da haben wir mal mit dem Chef gesprochen, okay, was sollen wir machen? Und natürlich war die gemeinsame Idee gleich, dass wir in die App reinschauen. Also auf dem Track hat man gesehen, dass es unterwegs ist. Dann war ich und der Markus sofort da und haben gesagt, okay, kein Problem, schnappen wir uns zwei Leihräder, zwei E-Bikes und haben die Verfolgung dann aufgenommen. Ja, man hat genau gesehen, also, dass der eigentlich in unsere Richtung sogar fährt, auf dem Radweg Richtung unserem Geschäft. Deswegen sind die Jungs dann mit dem Rad dem direkt entgegengefahren. Wo und wie habt ihr den Dieb dann ausfindig gemacht? Ich bin da auf dem Radweg unten entgegengekommen und der Markus hat dann eine Abkürzung genommen, sind unten wieder bei der Zweigung zusammengekommen, dann haben wir den Täter endlich gleich ausfindig gemacht. Es hat nicht lange gedauert, 30 Sekunden, dann ist er auf uns aufmerksam geworden und hat auch volles Rohr in die Pedale getreten. Und dann haben wir gedacht, dreht du leid, kein Problem. Der ist dann ja sogar so über eine Stufe gesprungen, ja, genau. Hat einen Platten. Also der Arbeitskollege hat da logisch einen Bärengarten, wo logisch so eine Treppe ist. Ist er da hochgesprungen und ich auch bei den Platten. Und dann sind wir weiter. Das ist zu Fuß mit Platten. Weiter. Dann hat er das E-Bike in die Obstwiesen geschmissen, das ist zu Fuß weiter. Ich logisch das Gleiche. Und gleich rund um die Ecke habe ich einfach beim Rucksack gepackt und dann war das zu Ende. Habt ihr mit dem Täter gesprochen? Sobald ich ihn logisch beim Rucksack gepackt habe, hat er gesagt, bitte lass mich laufen, ich habe nichts gemacht. Und ich gesagt, nee. Du bleibst schon da. Wie ging es dann weiter, als ihr den Dieb erwischt habt? Ja, so mehr ist noch am Boden sitzen geblieben und dann haben wir gesagt, jetzt bleibst du mal da, wir verständigen die Polizei. Und dann hat er gesagt, nein, keine Polizei. Und dann gesagt, doch, du hast was geklaut, das ist nicht richtig und das gehört sich so. Also als die Polizei dann kam, haben sie ihn gefragt, was da passiert ist. Und dann haben wir gesagt, er hat das Fahrrad gestohlen. Und dann haben sie ihn gefragt, stimmt das? Erst hat er gesagt, nein. Dann hat er gesagt, doch, stimmt. Und dann logisch haben wir einen Bericht schreiben, sie haben ihm logisch weitere Fragen gestellt. Dann haben sie geschaut, ob er sonst welche Diebstähle gemacht hat. Also der ist kein unbeschriebenes Blatt. Und dann haben sie einfach ihn mitgenommen, verhört. Was war das für ein Gefühl, dass ihr das E-Bike auf eigene Faust direkt zurückholen konntet? Das Gefühl war schon mega, so mal. Das war schon so ein Cobra-Feeling. Dann haben wir dem eben gesagt, dass alles in Ordnung ist und dass das Rad wieder bei uns ist. Und der war dann total happy wieder,
dass das alles gut gegangen ist und hat den zwei Sheriffs dann den Mutigen noch eine Kleinigkeit, eine Trinkgeld hier gelassen. Warum habt ihr euch für den Biketrax GPS-Tracker entschieden? Ja, wir arbeiten jetzt eigentlich schon länger mit den Biketrax zusammen und sind eigentlich seit Jahren schon happy. Also wir haben den Biketrax nicht nur in unseren Leihrädern verbaut, sondern haben auch größere Aufträge von verschiedenen Gemeinden in Südtirol bekommen und in allen, also sind mehrere hundert Fahrräder, sind eben die Tracker verbaut. Wie zufrieden seid ihr mit dem Biketrax GPS-Tracker? Ja, ich gebe Note 10, ich kann es nur weiterempfehlen. Ich gebe auch die Note 10 von 10. Wir sind sehr zufrieden mit dem Biketrecker, werden auch weiterhin damit arbeiten, weil es einfach ein super System ist, super einfach und perfekt funktioniert.